Abrogation ist Aufhebung eines vorherigen Textes durch einen späteren Text. Eines vorherigen Textes durch einen späteren Text. Eines der bekanntesten Beispiele für die Abrogation, die einfache Muslime kennen, ist die Abrogation der Qibla. Oder nicht? Wo haben die denn erstmal hingebetet? Al-Masjid al-Aqsa. Das haben sie längere Zeit gemacht, bis es abrogiert worden ist durch die Aussage Allah Ta'ala: Wa aynama kuntum fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram. Und wo ihr auch seid, da wendet eure Gesichter Richtung des al-Masjid al-Haram. In diesem Vers übrigens ist ein ganz wichtiger Fakt, wenn man den betrachtet, ein sehr interessanter Punkt, der betrifft die Sunna. Ist die Sunna eine ausschlaggebende Quelle für die Rechtsfragen oder allgemein die theologischen Fragen im Islam oder nicht? Ihr kennt bestimmt diese Gruppe, die sich Qur'aniyya nennt. Qur'aniyun nennen sie sich, die Koraniten. Die bestreiten, dass die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, neben dem Koran eine ausschlaggebende Rechtsquelle sind. Dieser Vers oder dieser Fakt mit der Qibla ist ein hochkompliziertes Problem für sie. Das stellt ihre Ansicht in Frage. Also ihre Ansicht, dass die Sunna keine legitime Rechtsquelle ist. Es geht hier nicht darum, explizite Überlieferungen, Ahad, Mutawatir, nein, es geht nicht darum. Sie negieren die Sunna gänzlich, komplett. Sie ist keine Quelle für islamische Angelegenheiten. Abgesehen, dass das wer das in diesem Ausmaß betreibt, ist ein Kafir. Also nicht wie, es gibt natürlich eine gewisse Mubtadi'a wie die Khawarij, die Mu'tazila, die unterscheiden zwischen Mutawatir und Ahad in gewissen Gebieten des Islams. Das ist eine andere Sache, das ist eine Bid'a für sich. Aber wer die Sunna als komplettes und ganzes negiert und abstreitet, der ist mit Konsens der Ahlul Ilm ein Kafir. Aber es geht darum, dass dieser Fakt mit dem Wechsel der Qibla ein großes Problem für die Koraniten darstellt. Wisst ihr warum? Um das zu begreifen, stelle ich euch mal eine Frage. Die Qibla, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorher in eine andere Richtung gebetet hat, hat er das mit einem göttlichen Befehl getan oder hat er das einfach nach Lust und Laune gemacht? Göttlicher Befehl, oder? Es war nach seinem Prophetentum. Selbst nach der Hijra in Medina, nach der Hijra nach Medina, haben sie noch einige Monate lang Richtung Al-Masjid Al-Aqsa gebetet. Das ist eine Ibadah. Und eine Ibadah, wie sämtliche andere Bedingungen des Gebets basieren, müssen auf Offenbarung basieren. Tayyib, jetzt stelle ich euch eine weitere Frage. Wo ist der Befehl im Koran, dass er Richtung Qibla beten soll? Richtung Jerusalem. Das existiert nicht. Das existiert nicht. Es existieren Anspielungen darauf, dass Allah Ta'ala seine Qibla wechseln wird. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Wir sehen, wie deine Augen im Himmel hin und her wandern, in Ansehnung, die nach Mekka zu beten, zur Al-Ka'ba, weil sie die erste Moschee ist, die auf der Erde aufgerichtet worden ist, wie es im Hadith von Muslim überliefert wird. Abu Dharr fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Ja, Rasulullah, ayyu masjid wudi'a fil ardi awwalan? Welche Moschee wurde auf der Erde zuallererst aufgerichtet? Er sagte: Al-Masjid al-Haram, das ist Mekka. Qultu thumma ay, und danach, er sagte: Al-Masjid al-Aqsa. Und dann fragte er ihn, wie die Zeitspanne dazwischen ist. Er sagt: 40 Jahre. Und dann sagt Allah Ta'ala: Wir werden deine Qibla ändern. Wir werden dich in Richtung einer Qibla lenken, zu der du gefallen hast. Al-Masjid al-Haram. Das heißt, im Koran ist die Rede davon, dass die Qibla geändert worden ist. Von A zu B.
Genau wie B mit einem göttlichen Befehl stattgefunden hat, diese Änderung, muss auch A mit einem göttlichen Befehl stattgefunden haben. Aber es gibt keinen Befehl im Koran, der sagt, du sollst Richtung Jerusalem beten. Also muss es eine andere Quelle geben. Für die Muslime. Sagen wir mal, für den Propheten nicht. Nur mal angenommen, für den Propheten nicht. Aber für die Muslime. Oder nicht? Die müssen ja irgendwo wissen, wo sie hinbeten. Und sie haben es zum Propheten. Und dieser Befehl ist nicht im Koran erhältlich. Also gab es eine andere Quelle neben dem Koran, das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam.